Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Ab Mai hatten wir schon immer mal wieder peu à peu Knoblauch geerntet. Und den hier habe ich vor 2 Tagen rausgeholt. Also schaut mal her. Das ist, finde ich, wirklich eine ordentliche oder tolle Größe hier. Die Tage war es ein bisschen windig und hat ja auch mal ordentlich geregnet. Dementsprechend werden wir jetzt ein bisschen ernten, da er umgeknickt ist. Und es gibt noch ein Rezept dazu, wie ich den Knoblauch einlege. Ihr habt es gerade gesehen, ein paar Pflanzen sind umgeknickt, wie gesagt. Ein paar stehen aufrecht, die dürfen noch ein bisschen stehen bleiben. Die anderen machen wir raus, es soll immer mal Regen kommen. Ja, es zieht Wind auf. Also legen wir los, bevor uns wieder der Regen überrascht. Ja, mit der Ernte hier kann man, denke ich, ganz zufrieden sein. Ein paar sind diesmal ein bisschen kleiner, aber wir haben auch 1, 2 richtige Brecher dabei. Aber keine Sorge, da drüben steht noch Knoblauch der gleichen Sorte. Da haben wir ja auch noch drin. Und da drüben im Kartoffelbeet haben wir auch noch mal Knoblauch. Also ja, Knoblauch haben wir wirklich vorgesorgt. Und noch ein kleiner Tipp von mir, hier oben, wenn es ans Flechten geht, da kann man dann, wenn sie von einem Knoblauch die Blätter zu kurz sind, die vom anderen nehmen, die so ein bisschen einflechten und dann kriegt man es auch bis ganz oben hinzu. Das, was ich gerade getan habe, sollte man übrigens nicht machen, den einfach fallen lassen. Das will man für die Lagerung natürlich im späteren vermeiden. Irgendwelche Stöße mit der Gartenkelle, Verletzungen oder halt auf den Boden fallen lassen. Ja, ich muss an meinen Fähigkeiten noch ein bisschen arbeiten, aber ich glaube, so ein Dreifach-Dreifach-Ding muss da auch nicht sein. 21 mit der einen, die abgebrochen ist, 22 und die dürfen jetzt trocknen. Der wird jetzt in der Hütte aufgehängt, ist ein Luftdurchzug, ist trocken, da darf er antrocknen. Das ist das Wichtige beim Knoblauch. Ich würde sagen, so ja, 2 Wochen antrocknen auf jeden Fall. Kann man natürlich auch in der Garage machen. Oder ja, überall, wo es eben trocken ist. Im Keller würde es auch gehen, wenn es nicht zu kühl ist und auf jeden Fall nicht feucht. Der Glaube dahinter, das Grün jetzt dran zu lassen, ist, dass das hier nochmal in die Knollen reingeht und er vielleicht dadurch länger lagerfähig wird. Das kann mir gerne jemand in den Kommentaren widersprechen. Das ist jetzt kein Fachwissen von mir. Wenn man ihn hier unten abtrennt und dann trocknet, geht das natürlich wesentlich schneller hier, wie mit dem saftigen Grün, das noch dran ist. Den schon etwas angetrockneten werden wir fürs Einlegen benutzen, kommen wir auch noch dazu zum Thema. Und den hier nehmen wir für Nachschub mit nach Hause. Was ist der Vorteil vom Hochbeet beim Anbau, muss ich sagen. Ihr habt ja gesehen, es lohnt sich von der Erntemenge her wirklich. Ich denke, nicht jeder verbraucht so viel Knoblauch wie ich auch. Ist eben das lockere Substrat im Vergleich zu dem lehmigen Boden. Wenn es jetzt da feucht wäre, würde hier wesentlich mehr dran kleben. Und ja, er gelingt auch einfach ein bisschen besser, muss ich sagen, als bei mir im Freiland dann. Und auch, ich muss es dann hier bei denen doch wieder sagen, von der Größe her, der Pferdemist macht sich da absolut bezahlbar.
Und jetzt zum Einmachen bzw. Einlegen vom Knoblauch. Man streitet sich ein bisschen drüber, man soll den ausgetrockneten nehmen für die Haltbarkeit. Zu 100% kann ich das nicht beschädigen, dass das eine große Rolle spielt. Erster Schritt ist auf jeden Fall schälen und einpassen in unser späteres Gefäß. Und dann geht's an den Sud. 10 Gramm Zucker kommen rein, Pi mal Daumen, und 10 Gramm Salz bzw. ein Esslöffel. 50 Milliliter von eurem Essig oder ja, der Essig, der euch am besten schmeckt. Ich habe hier einen hellen genommen. Währenddessen kochen wir 400 ml Wasser auf, da kommt unser Knoblauch für 2-3 Minuten rein und in unseren späteren Sud kommen noch ein paar Pfefferkörner und eine Prise Thymian hinzu. Dann gießen wir nach 2-3 Minuten das kochend heiße Knoblauchwasser in den späteren Sud. Unsere Gefäße sind hygienisch einwandfrei behandelt und sauber gemacht. Währenddessen können wir den Knoblauch schon mal einfüllen, während der Sud aufkocht. So sieht die Geschichte aus. Nicht zu viel reinmachen, soll ja alles später noch vom Sud bedeckt werden. Wenn der Sud kocht, können wir übergießen und das Ganze schön verteilen. So viel zu meinem Rezept. Rezept und Mengenangaben verlinke ich euch nochmal überall unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und jetzt heißt's viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Eure Rezepte und Ideen alles gern unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.